Morgen also NATO-Gipfel in Brüssel. Die Türkei wird auch dabei sein als Mitglied, selbstverständlich. Herr Berger, wie würden Sie die Stimmung innerhalb des Bündnisses beschreiben aktuell? Ja, sehr beunruhigt. Was die Türkei angeht, ist die Unruhe sehr, sehr groß. Und man fragt sich natürlich, wie weit Erdogan wirklich gehen will bei der ganzen Geschichte. Ob er jetzt hier auch einfach nur einen der größeren Partner provozieren will oder ob er was erreichen will. Weil im Grunde kann er langfristig dabei nichts gewinnen. Er kann eigentlich dabei nur verlieren. Jetzt ist nur die Frage, wie lange das dauern wird. Das ist eine beunruhigende Entwicklung. Es ist die Frage, wie sich da Trump dann einbringt in dieser Geschichte, wie auch die anderen reagieren. Man weiß es im Moment nicht so recht. Man guckt ein bisschen wie so ein Kaninchen auf die Schlange und schaut, was die Türkei da macht. Aber es zeigt sich nicht sieht nicht nach einem lockeren und einfachen Ende aus. Wie sollten die Europäer mit der Türkei umgehen als NATO-Mitglied? Was ist die beste Strategie? Das ist immer ein Abwägen, aber man muss natürlich schon bestimmt sein. Man muss bestimmt sein und sagen, das machen wir und das wollen wir und was anderes akzeptieren wir nicht. Man muss die beiderseitigen Interessen dabei ins Spiel bringen und sagen, auch die Türkei hat ein Interesse daran, dass die Leute dort stationiert sind. Und deshalb muss man das auch lösen können, dieses Problem. Beim letzten Mal wurde es gelöst. Die Frage ist, ob es wieder geht. Aber die Europäer müssten eine Linie finden, die dann sagt, hier, bis hier, hier und dann nicht weiter und dann ziehen wir ab. Kann die Präsenz von Donald Trump morgen eine neue Dynamik da reinbringen? Immerhin sind Donald Trump und Herr Erdogan sich ja in gewissen Punkten auch ähnlich von der Persönlichkeit her. Darauf hofft man ein bisschen, dass das geht. Es ist immer schwer vorstellbar, dass Herr Trump irgendwo eine Dynamik reinbringt. Aber es kann natürlich schon sein, dass das der Typus ist, auf den Herr Erdogan hört. Dass das nur in diese Richtung wirkt. Wir sind gespannt. Herr Joris, noch eine Frage an Sie. Welche Rolle spielt die NATO in der Terrorbekämpfung, jetzt gerade mit Blick auf den Anschlag in Manchester? Sie spielt zwei wichtige Rollen. Auf der einen Seite ist sie natürlich, begleitet sie die Kämpfe der Allianz in Syrien durch Überwachungsmaßnahmen, durch Flüge. Sie koordiniert. Es findet auch eine politische Diskussion in den NATO-Gremien statt, dass man sich da abspricht und auch darüber redet, welche Schritte möglich sind. Solche Allianzen sind nur möglich, weil es eine NATO gibt, wo man Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Streitkräften geübt hat. Und ganz wichtig ist die politische Koordination, die durchaus durch die NATO auch erfolgt. Die NATO ist aktuell in der Umbruchsphase. Sie muss und wird sich neu ausrichten. Welche Rolle kann und soll Deutschland da spielen? Deutschland wird mit Sicherheit wichtiger werden. Deutschland ist das zweitgrößte NATO-Land. Wir haben wirtschaftlich eine große Möglichkeiten, nur muss man die dann stärker auch ins Gewicht bringen und darf sich nicht zurücksehen. Wir können nicht wirtschaftlich Großmacht sein und militärisch Mittelmacht sein. Das funktioniert nicht, da muss man ein bisschen nachbessern. Dass das nach 2% zu berechnen ist, da sehe ich nicht. Da wird man eine schwierigere Diskussion führen müssen. Militärische Souveränität abgeben, das fällt schwer. Herr Berger, Sie haben es eben selbst angesprochen. Glauben Sie an eine tiefergehende Vernetzung der NATO im Sinne von der eine kauft die Gewehre, der andere die Panzer? Ja, dass man die Truppen unterschiedlich ausstattet, das wird ja bereits gemacht. In diese Richtung geht es schon. Dass man das dabei Souveränität abgibt, das kann ich mir schwer vorstellen. Man kann im Wirtschaftsbereich, bei der Europäischen Union, im Außen- und Sicherheitsbereich kann man es zum Teil machen. Aber bei der NATO, wo es richtig darum geht, wir schicken Soldaten irgendwo hin, wo sie erschossen werden können. Das lässt sich nicht ablösen von dem, was wir heute noch nationale Souveränität nennen. Es ist ja auch jetzt so, dass die NATO keine eigenen Truppen hat, sondern sie übernimmt Truppen nur für den jeweiligen Fall, für den Einsatzfall, für jeden einzelnen Einsatz. Es gibt ein paar so Randbereiche, wo dann tatsächlich die NATO auch eigenes Material und eigene Einheiten hat. Aber im Großen und Ganzen sind es nationale Truppen, die werden überstellt und die müssen nicht jedes Mal überstellt werden können. Aber die Zusammenarbeit, die muss vor allen Dingen darin bestehen, dass man sich besser abspricht, besser koordiniert, dass man sagt, was zusammenpasst und was zusammengehört. Da muss noch ziemlich was gemacht werden. Vielen Dank für Ihre Einschätzung an Sie beide und dass Sie heute bei uns waren als Experten.